Mr. Mike. Ein kleines Update für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen. Basketball, die NBA, wird demnächst wieder im Free TV übertragen. Und zwar auf Pro7, Pro7 Max. Die haben sich nämlich die Rechte dazu eingekauft. Das heißt 50 Spiele insgesamt jeden Sonntagabend, weil Sonntagabend, ihr wisst es vielleicht, sind ja die Spiele in der NBA immer etwas früher. Das heißt, es können die Spiele schon um 7, 9 losgehen um den Dreh rum. 50 Spiele, das ist doch mal eine coole Sache. Ne? Da hat Pro7 so ein bisschen den Hype der Weltmeisterschaft mitgenommen und das ist einfach vor allem auch der Grund, warum man überhaupt solche Spiele jetzt wieder austrägt. Es geht doch immer nur ums Geld und um die Rechte. Die NFL-Rechte hat ja Pro7 an RTL zum Beispiel verloren, dürfen sie nicht ausstrahlen und ja, es ist einfach Werbeeinnahmen, das Ganze kostet ja auch was, ne? Du kannst ja nicht einfach for free irgendwie hergehen und sagen, okay, ich übertrage jetzt hier gratis Spiele irgendwo. Das funktioniert nicht. Es geht immer ums Geld, es geht um Werbepartner, die da Geld investieren wollen, die halt Werbung reinballern wollen. Das sind immer so Faktoren, wo man sich dann halt auch wirklich Gedanken drüber macht, okay, das ist schon eine Ansage, dass es jetzt wirklich gratis, wir reden hier von gratis, es gibt wirklich wenige Seiten, wo man es gratis und legal schauen kann. Daher ist es wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde. Damals noch The Zone, DAZN, ist ja auch mittlerweile vom Preis her verdoppelt. Die haben, glaube ich, im Jahr, in der Season, 200 Spiele zum Anschauen insgesamt. Ich glaube, jeden Tag eins, 7 Spiele in der Woche, um den Dreh rum. Aber da musst du natürlich was zahlen mittlerweile. Ich glaube, 50 Euro sind es jetzt im Monat. Ich weiß es gar nicht genau, wer das zahlen möchte. Hey, für den Hardcore-NBA-Fan, meiner Meinung nach, immer noch der NBA League Pass, da kommst du nicht drum vorbei. Es funktioniert nicht. Wenn du ein Hardcore-NBA-Fan bist und wirklich regelmäßig alles angucken willst oder auch nicht unbedingt live anschauen kannst, rückwirkend nochmal die Highlights angucken oder sonst irgendwas, ey, dann brauchst du den NBA League Pass. Das ist einfach, ja, für dein Team alle 82 Spiele, das ist einfach, das ist Pflicht, ne? Aber ansonsten, es ist einfach meiner Meinung nach so unglaublich wichtig, dass Basketball präsenter wird, das ist schon mal gar keine Frage. Dann natürlich deshalb auch Free TV super. Ich persönlich kann es so in der Hinsicht gar nicht schauen, weil ich habe gar keinen TV mehr. Ich habe seit Jahrzehnten keinen TV-Anschluss mehr. So mal in der Hinsicht. Ich bin nur noch in Streaming-Diensten, in Abos und Apps und alles mögliche, aber Free TV habe ich überhaupt nicht mehr. Habt ihr das noch? Würde mich mal echt interessieren, wer das noch hat, wer es nutzt, wer es cool findet. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, auch wenn ich es nicht nutzen werde, aber ich weiß, das tut dem Basketball auf jeden Fall gut, weil so kommen auch Leute in den Kontakt mit Basketball, die gar nicht wussten, wie cool das sein kann. Genau das ist der springende Punkt. Du sitzt zu Hause, Sonntagabend, du hast nichts zu tun, weißt nicht, was du gucken sollst. Hey, cool, was kommt denn hier? Basketball, NBA, das schaue ich mir doch mal an. Und schon kann der Funke überspringen. Er kann überspringen. Die Chance ist da. Weißt du, was ich meine? Genau das ist der springende Punkt. Das finde ich cool. Das ist die Chance. Und der Hype ist da. Deutschland ist Weltmeister, habt ihr noch nicht mitbekommen? Es ist verrückt. Ich unterhalte mich oft und gerne immer wieder mal mit Leuten, die mit Basketball nichts zu tun haben und frage einfach so, hey, hast du eigentlich gewusst, dass die Weltmeisterschaft war? Nee. Wenn derjenige nicht weiß, dass die Basketball-Weltmeisterschaft nicht lief, ja, glaubst du, der weiß, dass Deutschland Basketball-Weltmeister geworden ist? Nee. Es ist wirklich verrückt, Mann. Da siehst du mal, Basketball in Deutschland ist so Nische, Alter. Aber positiv denken, ne? Wir sind Weltmeister und so viele wissen es nicht mal. Es ist crazy, Mann, ne? Trotzdem, die nächsten Jahre, es kann nur besser werden. Basketball Free TV, Sonntagabend auf Pro7. Checkt es aus, gönnt euch. Und ansonsten, wenn ihr mehr Basketball braucht, müsst ihr halt immer noch zahlen. Aber das ist das, ich finde, das ist das Geld auch. Ist mit der Bundesliga und Fußball das gleiche, oder? Musst du auch zahlen mittlerweile, ne? Das ist einfach Kohle. Ohne Kohle bekommst du keinen Service. Das ist ja wohl auch Fakt, oder? Ja? Wer glaubst du, wer dem ganzen Profisportler die Kohle zahlt? Die muss irgendwo herkommen, oder? Ja? Viel begeben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike.
Mr. Mike.